So, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Noobtech und heute bei einem kleinen Hilfevideo. Da jetzt schon des Öfteren Anfragen kamen, wie kann ich zwei PCs ohne großen Aufwand, sowohl zeitlicher Art als auch finanzieller Art, miteinander verbinden? Es geht ganz einfach, ihr braucht im Prinzip zwei PCs. Den normalen PC, den Laptop, zwei Laptops, zwei PCs, ist unerheblich. Was ihr allerdings braucht, ist ein Crossover-Kabel. Ein Crossover-Kabel ist im Prinzip ein normales LAN-Kabel, Patch-Kabel. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass zwei Adern von den acht verdreht angeordnet sind im RJ45-Stecker. Sieht also wie folgt aus. Wir sehen hier die Belegung des normalen LAN-Kabels, unabhängig davon ist, ob Cat5, Cat6 und den des Crossover-Kabels. Wir sehen hier also, hier ist die grüne und orange Ader vertauscht. Wie kommt ihr dorthin, um eure Einstellungen zu machen? Das zeige ich euch hier ganz kurz. Ihr klickt hier mit der rechten Maustaste auf euer Netzwerksymbol. Unter Windows 7 sieht das dann so aus. Ihr wählt eure Netzwerkverbindung, Rechtsklick, Eigenschaften. Dann sucht ihr euch das Internetprotokoll Version 4, also TCP/IPv4, und geht hier auch auf Eigenschaften. Bei mir seht ihr noch, dass alles automatisch per DHCP, also vom Router, von dem DHCP-Server verwaltet wird. Das müssen wir jetzt ändern. Ich werde euch das Ganze anhand einer schematischen Darstellung demonstrieren. Brauchen zuerst einen PC, einen zweiten PC, schließen das Kabel zwischen den beiden an, konfigurieren dann PC 1 wie folgt. Wir geben also hier die IP-Adresse an, Subnetzmask trägt sich von selbst jetzt und das Standard-Gateway. Bei PC2 machen wir dasselbe, nur mit dem Unterschied, wir vergeben hier eine andere IP-Adresse und ein anderes Standard-Gateway. Also gedreht zum ersten PC. Habt ihr nun alles richtig konfiguriert? Sollte umgehend zwischen euren beiden PCs ein Netzwerk erstellt worden sein. Tja, das war eigentlich dann der ganze Hokuspokus, wie man zwei PCs kostengünstig miteinander verbindet. Ich hoffe, es war etwas Informatives, hat euch was gebracht. Wenn ja, macht ein Abo, erzählt es weiter. Wenn nein, tja, dann eben nicht. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.